Die meisten Smartphones verfügen heutzutage über ziemlich gute Kameras. Die Einstellungsmöglichkeiten der Standard-Kamera-Apps sind in der Regel aber recht bescheiden. Glücklicherweise gibt es unterdessen eine Vielzahl an Kamera-Apps, die das Filmen vereinfachen und das Resultat verbessern können. Als iPhone-User setze ich beim Filmen jeweils auf die App Movie Pro, deren interessanteste Funktionen ich euch kurz vorstellen möchte. Fangen wir an mit dem Fokus. Dieser lässt sich mit Movie Pro auch manuell einstellen. Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn um unser Sujet herum viel Bewegung ist. Der Autofokus würde in so einem Fall versuchen, die Schärfe immer wieder neu einzustellen. Das kann dazu führen, dass am Schluss nicht das scharf ist, was wir eigentlich wollen. Ein manuell eingestellter Fokus löst dieses Problem. Ebenso kann bei Movie Pro die Belichtung und der Weißabgleich manuell eingestellt werden. Für den manuellen Weißabgleich sucht ihr euch am Aufnahmeort den weißesten Punkt und speichert diesen. Andernfalls würde die Kamera entscheiden, was weiß ist oder was sie für weiß hält. Ebenso könnt ihr hier auch noch die Farbtemperatur und den Farbton manuell einstellen. Besonders angetan bin ich von der Auswahl der Auflösungen und Bildraten. Diese reichen von minimal, also etwa von 480x360, über das Standard-HD-Format 1920x1080 bis hin zu 2K, was doppelt so viel ist wie bei der normalen HD-Auflösung. Entsprechend groß sind dann aber auch die Datenmengen. Die Bildraten gehen von 1 bis 120 Bildern pro Sekunde. Hier in Europa wird standardmäßig mit 25 Bildern pro Sekunde gearbeitet. Für Zeitlupen- oder Timelapse-Aufnahmen eignen sich 60 bzw. 120 Bilder pro Sekunde. Interessant ist bei Movie Pro auch die Pausentaste bei Aufnahmen und die Zoom-Funktion mit verschiedenen Zoom-Geschwindigkeiten. Grundsätzlich sollte man bei Smartphones aber mit Zurückhaltung zoomen, denn mit Ausnahme von Samsung hat noch kein Hersteller ein Smartphone mit optischem Zoom auf dem Markt, sondern nur mit digitalem. Damit wird das Sujet zwar herangezoomt, es wird aber auch immer unschärfer, je größer es aufgezogen wird. Gerüchten zufolge soll das neue iPhone 6S mit einem optischen Zoom ausgestattet werden. Spätestens im Herbst wissen wir mehr darüber. Und last but not least kann man seine Aufnahmen natürlich auch direkt in Movie Pro speichern und rudimentär bearbeiten. Ähnliche Möglichkeiten bietet für iPhones übrigens auch die App Filmic Pro. Und für Android-Geräte gibt es mit Cinema FV5 eine ähnliche App. Für Windows-Phones gibt es leider noch keine entsprechenden Video-Apps. Schade eigentlich, denn speziell in den Lumia-Handys wären hervorragende und lichtstarke Carl Zeiss-Objektive eingebaut.